Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Börsenplatz, unserem Finanztalk. Die vergangene Woche, die glänzte vor allem durch die Dinge, auf die man wartete, die dann aber nicht kamen. Eine Einigung im Haushaltsstreit in den USA zum Beispiel oder eine fortschreitende Koalitionsverhandlung in Deutschland oder die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Auf alle das haben wir gewartet. Geht die Hängepartie in dieser Woche jetzt weiter? Und was heißt das jetzt für die Börse? Dazu begrüße ich jetzt den Marktexperten Thomas Körfken von SEB Asset Management. Herr Körfken, hallo. Die abgelaufene Woche, die hat den DAX nicht weiter in Richtung seines Jahreshochs geschickt. Dem Leitindex ging eher so ein bisschen die Puste aus, muss man sagen. War das vor allem der Haushaltsstreit in den USA, der hier ja, ein bisschen die Stimmung verhagelt hat? Und wie geht's jetzt weiter? Ja, es war auf jeden Fall der Haushaltsstreik und das werden wir noch die nächsten Tage, vielleicht auch noch die nächsten zwei Wochen sehen. Natürlich sind es auch die Koalitionsverhandlungen, die sich auch noch in die Länge ziehen werden und nichts. Man muss auch sehen, im September haben wir 500 Punkte im DAX gewonnen. So kann es ja auch nicht weitergehen. Also von der Seite, Sie nannten es Hängepartie. Diese Hängepartie werden wir auch die nächsten Tage noch sehen. Und tickt ja auch die Schuldenuhr, muss man sagen. In 1,5 Wochen wird die Schuldenobergrenze von 16,7 Billionen Dollar erreicht. Bis zum 17. Oktober müssen also die beiden verfeindeten politischen Lager grünes Licht dann für die Anhebung des Limits geben. Sonst droht den Vereinigten Staaten eben die Zahlungsunfähigkeit mit möglicherweise verheerenden Folgen auch für die Finanzmärkte und für die Weltwirtschaft. Was könnte das genau für Folgen sein? Also die Folgen wollen wir uns nicht ausmalen, wenn man sich überlegt, was es für einen Effekt hatte mit Lehman. Und hier sprechen wir nur von einer Bank und wir sprechen mit Amerika von der größten Volkswirtschaft. Das heißt, diese Folgen wären katastrophal. Es wird nicht dazu kommen. Man hat auch in den letzten 40 Jahren schon 17 Mal gesehen, dass es diesen Shutdown gibt. Und es wird halt jetzt alle paar Monate immer wieder einen neuen geben. Von der Seite, man wird diskutieren. Das Thema ist viel zu ernst, als dass es tatsächlich keine Lösung geben wird. Und warum wird es immer wieder so eng? Warum kommt der Shutdown und warum einigt man sich dann doch noch gerade rechtzeitig? Ja, zunächst muss man ja mal fragen, warum diskutiert man immer darüber, obwohl man es ja ganz klar ist, man muss sich einigen. Denn was wir momentan sehen, ist, langsam fängt an, der Müll auf der Straße zu stehen, die Museen werden nicht mehr geöffnet. Aber wenn Amerika dann tatsächlich zahlungsunfähig ist, was bedeutet das? Amerika kann keine Zinsen mehr bezahlen und Amerika ist Konkurs. Amerika ist insolvent. Das wird kein Demokrat, das wird kein Republikaner wollen. Aber man muss halt nach außen immer wieder zeigen, dass man doch etwas tun möchte, dass man Kontra geben möchte. Es ist im Endeffekt ein unsägliches Spiel, denn es hilft den kompletten Kapitalmärkten nicht. Vielmehr schadet es der amerikanischen Wirtschaft. Blicken wir mal nach Deutschland. Da gibt es zwar keinen Schuldenstreit, aber die Regierungsbildung, die lässt ja weiter auf sich warten. Am Donnerstag, da will sich zum Beispiel die Union mit den Grünen ja nochmal treffen. Hat die Börse dieses Thema aber vielleicht bereits abgehakt? Also die Börse hat das Thema noch nicht unbedingt abgehakt, aber zunächst einmal beiseite geschoben. Ich meine auch hier, wir haben eine CDU, die noch so erfolgreich war, wie keiner glaubte. Und das Problem ist eben, dass die CDU so erfolgreich war. Auch das ist, wenn die Koalitionspartner, die ja auch im Endeffekt den Auftrag haben, eine Regierung zu bilden, wenn man sich hier auch immer wieder zäh windet, dass es dann tatsächlich irgendwann zu einer Koalition kommen wird. Und es wird zu einer Koalition kommen. Denn was wäre denn auch hier die Alternative? Gegebenenfalls Neuwahlen, gegebenenfalls müsste dann eine SPD und eine grüne Partei sehen, dass die FDP wieder in die Bundesregierung kommen würde. Darauf wird es auch nicht hinauslaufen, aber auch hier hat man zähe Diskussionen. Wie viel Geduld könnte denn die Börse noch haben? Also wenn sich das Ganze jetzt wirklich noch in die Länge zieht, wird es dann auch auf längere Sicht nicht viele Auswirkungen auf DAX und Co. haben? Also auch wenn wir jetzt noch das ein oder andere Prozent im DAX fallen sollten, ist das ja nicht so schlimm. Wir nähern uns dem Jahresende, wir nähern uns einer womöglichen Jahresendrallye, wir nähern uns auch wiederum den 9000 Punkten im DAX. Wenn wir einen leichten Rückschlag haben, ist das keine Katastrophe. Die Börse hat Geduld, wir sind langfristige Investoren und da machen ein, zwei oder drei Wochen gar nichts aus. Dann blicken wir jetzt nochmal in die USA. Dort startet die Berichtssaison ja in dieser Woche. Ganz allgemein gefragt, was erwarten Sie sich von der Berichtssaison? Also es wird leichte
Gewinnsteigerungen geben. Man wird sehen, die Erwartungen sind, dass die Gewinne um zwischen 3 und 4% steigen. Es wird insofern spannend, was die einzelnen Gesellschaften denn tatsächlich für Zahlen bringen. Ist es so, dass die Banken in Amerika besser sind, als beispielsweise jetzt eine deutsche Bank schon prognostiziert hat hier in Deutschland? Und wie hat man denn auch die Rohstoffpreise, die ja sehr stark gesunken sind, wie sind die Auswirkungen auf die Gewinne und natürlich, wie immer, was sind die Zukunftsaussagen der Unternehmen? Gehen wir ein bisschen ins Detail. Alcoa wird Zahlen vorlegen, JP Morgan Chase, Wells Fargo. Dürfte es hier Überraschungen geben, Ihrer Meinung nach? Also es ist ja interessant, Alcoa, die ja nicht mehr im Dow Jones enthalten sind, werden ja eigentlich immer noch als Dow Jones Wert bezeichnet, dass hiermit auch die Berichtssaison ja traditionell anfängt. Man erwartet etwa 5 Cent Gewinn. Alcoa hat damit zu kämpfen, dass die Aluminiumpreise nach unten gegangen sind. Einige Häuser haben auch ihre Einschätzung für Alcoa zum Negativen eingestuft. Von der Seite muss man sehen, ob Alcoa tatsächlich noch mal etwas schlechter hineinkommen wird in die Quartalsaison. Es gibt auch jede Menge US-Daten wieder in dieser Woche. Die Handelsbilanz für den August zum Beispiel. Was kann man sich hiervon erwarten? Also ich glaube, diese Zahlen, insbesondere eine Handelsbilanz, steht tatsächlich im Hintergrund zu der kompletten Diskussion um die Staatsschuldenobergrenze. Man wird die Zahl sich anschauen, man wird dann gleich weiterschauen. Also von der Seite, diese Zahlen sind nicht so wesentlich wie beispielsweise die Arbeitsmarktdaten, die wir dann wieder Ende der Woche sehen. Also diese nicht so relevant. Es gibt noch Rohöllagerbestände zum Beispiel, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe eben oder auch die Import- und Exportpreise für den September. Kommt von der Seite oder wird es von der Seite her eher spannend? Also ich glaube, auch das wird leider in dieser Woche nicht spannend werden. Wir sehen uns die Lagerbestände vom Rohöl an. Sind sie gestiegen? Ist es tendenziell negativ? Sind sie gefallen? Hat man wiederum Hoffnung auf die Konjunktur? Es ist ja so, dass insbesondere in Europa haben wir ja konjunkturelle Lichtblicke, in Amerika teilweise auch. Deshalb ist es ja umso schlimmer, dass das alles unter dieser unsäglichen Staatsschuldenobergrenzdiskussion untergeht. Also der Shutdown, der überschattet momentan alles sozusagen. Blicken wir aber mal auf das FOMC-Protokoll der FED, quasi der Sitzung vom 17. und 18. September. Könnte es hier vielleicht spannend werden, weil immerhin geht es hier um die Sitzung, bei der alle damit gerechnet haben, dass sich da was Entscheidendes ändert, was dann nicht passiert ist. Aber wird es vielleicht spannend, wenn das Protokoll veröffentlicht wird? Also das glaube ich schon, dass das spannend ist, denn es war eine sehr kontroverse Sitzung. Soll man die Märkte weiterhin unterstützen über die Staatsschuldenrückkäufe, über die Bondrückkäufe oder soll man es lassen? Da es eine sehr kontroverse Sitzung war, wird man hier auch sehen, wie waren denn die einzelnen Lager. Und ich glaube, dass das sehr interessant wird. Das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, das steht auch für den Oktober auf dem Tableau. Was können wir hiervon erwarten? Also das Verbrauchervertrauen erwartet ist, dass es wieder etwas schlechter reinkommt. Etwa 75, 76 ist die Erwartung, nachdem es im Vormonat etwa 77, 78 war. Aber wir waren in diesem Jahr auch schon mal bei 85. Und je höher diese Zahl ist, umso besser ist es. Nur ein Verbrauchervertrauen ist natürlich auch dadurch beeinträchtigt. Und ich muss hier leider schon wieder die Wiederholung machen, die Staatsschuldenobergrenze. Das ist ja auch in den Medien von Amerika. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf eben diese Umfragen, sodass das auch negativ geprägt sein wird. Wird sich das Ganze, also diese negative Prägung, denn auch auf den DAX auswirken? Oder wie ist hier die Impulslage? Also wir sehen ja, dass der DAX auch etwas schwächelt, dass er von den Höchstständen ein paar Punkte niedriger ist und dass er vor allen Dingen auch nicht über die alten Höchststände wieder hinausgeht. Das heißt, wir haben hier schon diese lähmende Situation. Wenn es eine Lösung in Amerika geben wird, das Ganze in Verbindung mit Oktober, dann auch in den November hinein, werden wir höhere Kurse sehen. Dann schauen wir mal auf den Euro. Wie wirkt sich denn diese ganze Diskussion um den Shutdown, Schuldenkrise in den USA auf den Euro aus? Ja, der Euro ist stärker. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass der Euro diese großartige Währung ist, sondern es liegt vor allen Dingen an der Schwäche des US-Dollars. Käme es zum schlimmsten Fall in Amerika, dass tatsächlich die Zinsen nicht mehr bezahlt werden könnten, würden wir einen dramatischen Verfall des US-Dollars sehen. Wenn wir die Einigung sehen, dann wird man auch eine gewisse Stärkung im US-Dollar
weiterhin feststellen. Aber die Spanne, die wir hier schon wirklich langfristig zwischen 1,20 und 1,40 Euro-Dollar haben, die wird auch sicherlich weiterhin gegeben sein, unter normalen Voraussetzungen. Wenn man Richtung 1,40 geht, dann heißt es, der Euro wird zu stark. Was geschieht? Der Dollar ist nichts mehr wert. Wenn man Richtung 1,20 geht, ist die Diskussion eine genau umgekehrte. Insofern, diese Spanne wird auch weiterhin Bestand haben. Schauen wir noch auf den Goldpreis. Wie entwickelt dieser sich dann in diesem Umfeld? Kann er vielleicht als sicherer Hafen von der Situation profitieren? Also ich glaube, ein sicherer Hafen muss längerfristig als eine Woche sein. Der Goldpreis war ein sicherer Hafen. Der Goldpreis, der ja schon verfallen ist, wird auch langfristig weiter schwächer werden. Thomas Köfke, dann sage ich besten Dank für das Interview. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Gerne. Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende des Börsenplatz für heute. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Diese Ausgabe und alle vorherigen können Sie natürlich auch im Internet anschauen unter www.drf.fm. Bis zum nächsten Mal.